Herzlich willkommen zu einem neuen Food Haul, meine Lieben. Wir waren heute wieder beim Tony's Shoppen. Ein bisschen Food holen. Und zwar habe ich ein paar Angebote abgegriffen. Einmal halt die Tomaten, die ihr hier schon gesehen habt. Bei den Pfirsichen haben wir nach dem Schwimmkurs da gleich schon mal ein, zwei gesnaggt. Dann gab es ein bisschen Mais. Ist echt witzig, dass man so überall so seinen immer wiederkehrenden Einkaufsstandard irgendwie hat. Dann brauchte ich eine Kohli. Wie gesagt, ich habe das schon mal erwähnt, meine Gastmutter hat mich dabei zerstört. Sobald die Sonne rauskommt, brauche ich eine Kohli. Ich weiß, es ist mega ungesund. Auch wenn es zuckerfrei ist, ist es auch nicht gesund. Scheine auf mein Haupt. Irgendwie zwischendrin hier, wenn die Hitze so steht, ich brauche das. Ich kann nichts essen. Ich habe aber Hunger. Ich habe meinen... Ich weiß auch nicht, ich brauchte irgendwas Süßes. Naja, das ist auch keine Ausrede, ne? Ich weiß, es gibt Alternativen, wie zum Beispiel so eine Nektarine. Die esse ich dir dazu. Naja, dann gab es Milch. Ist hier auch ohne Milch, geht die Welt unter. Dann war ich ein bisschen pischi. Denn sie hatten mein Salat Rica nicht. Also Rica so mit mehr Zeug drin. Jetzt habe ich nur noch Salat. Gut, gleich die Cola auch nicht wieder aus. Ja, dann habe ich für die Kleine hier so Polpettine gekauft. Das ist so wie Hackfleischbällchen, die waren im Angebot. Dann einmal so ein Miranda-Snack. Also da muss ich ja sagen, ich weiß, es ist sehr viel Müll und für die Umwelt nicht so praktisch, aber es ist ultra praktisch. Gerade weil ich hier, also aktuell sind wir immer so spät unterwegs, dass ich genau auf meine Stunden komme, wenn ich dann nach dem Meeting direkt losgehe zur Kita und das dann gerade so alles in time. Und dann greift man sowas und das Kind hat was zum Snacken. Das könnt ihr sich selbst belegen. Gibt es in zig verschiedenen Formen hier. Für mich ist das eine Lebenserleichterung. Ja, dann gab es eine Gurke. Nur mal so zum Gurkenpreis, ne, weil ich mich ja mal so ein bisschen über die Gurkenpreise in Deutschland aufgeregt habe. Das dicke Ding hier hat jetzt 37 Cent gekostet. Das muss ich sagen, das geht. Dann gab es nochmal Prosciutto. Und mein heißgeliebten Kinderkäse. In Deutschland kaufe ich sowas auch immer super gerne beim Türken. Das ist wirklich ein Käse, ich glaube, den mag jedes Kind. Deswegen heißt er bei mir auch Kinderkäse. Dann habe ich noch einen Erwachsene-Mama-Käse im Special of Achta gekauft. Eine Salami. Brokkoli. Also wenn ich koche, dann na, ohne Brokkoli, ihr wisst, also der ist mir ausgegangen. Da flatterte mir schon ein bisschen das Herz. Ja, dann wollte die Kleine mal Prosciutto Ravioli. Heißen die Ravioli in Deutschland? Ja, ihr wisst, ne, so ein bisschen mehliger Teig mit Nudeln mit Prosciutto drin zum Kochen, ne? Genau. Dann, ja, da sag ich euch, wie es ist. Da habe ich festgestellt, ich bin jetzt schon echt einige Zeit hier in Italien. Ich habe zu wenig Wein getrunken. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt schon mal Wein getrunken habe. Ich glaube doch, einmal mit Ricky. Also habe ich mir gedacht, den lässt jetzt auch mal richtig den Penner raushängen. Habe ich mir doch hier mal drei Pakete Vino Rosso gekauft. Wie ein richtiger Penner. Das wird mein Aperitivo, sag ich euch. Nein, Spaß. Es sieht schlimmer aus, als es ist. Also ich glaube, der Italiener darf es jetzt nicht unbedingt sehen, aber... ich habe früher auch hier Wein aus dem Tetrapack gekauft. Also ich meine, ich war Au-pair. Ich hatte gar keine Kohle. Ich habe den Tetrapack Wein gekauft und habe danach in Deutschland eingetrunken. Also ich sage euch trotzdem, das sind Welten zu einer Flasche Wein in Deutschland. Hier ist ein Tetrapack Wein. Also wird mein deutscher Körper das schon ganz gut mitmachen. Naja, und weil ich mir dachte, so Alkohol ist Alkohol. Ne? Ich denke jetzt auch, die wird jetzt ja richtig zum Alki, ne? Ich habe mir davon letztes Mal eingegönnt. Na, bevor ich jetzt da unten Aperitivo trinken gehe, muss ich sagen, Mr. Spritz ist auch ein netter Freund von mir geworden. Nein, Spaß. Ich habe es erst einmal getrunken, ich habe es jetzt aber nochmal, weil es im Angebot war, mitgenommen. Kann nicht schaden. Da muss ich auch mal was gönnen, ne? Dachte ich mir. Ich meine, ich hatte jetzt so lange keinen Urlaub und ich dachte mir jetzt einfach, Samstag ist mein Urlaubstag und Samstag gibt es jetzt bei mir Aperitivo. Komme, was wolle. Ob das gesund ist, das wollen wir mal in Frage stellen, ne? Also ich sag mal so, es gibt so viele Menschen, die trinken jeden Abend ihren Wein und auch die Italiener, wie oft trinken die ihren Aperitivo, also dachte ich mir, komm, was soll's. Vertragen tue ich das allerdings nicht ganz so gut, ich weiß gar nicht, was es soll, von mir vielleicht ist auch gerade so ein Hirngespinst. Aber kennt ihr das manchmal, wenn man Bock hat, dann hat man mal Bock, da sowas zu trinken. Ich besauf mich jetzt nicht hier, oh Gott, ich will das Thema egal, ich merke schon, ich... Gerüchteküche um mich herum, die brodelt wieder. Jetzt ist Alki. Jetzt ist Alki. Jetzt läuft sie jeden Tag. Nein. Kann
ganz ruhig. Ich habe hier original viermal bislang Alkohol getrunken und es war maximal ein Glas. Ne? Also alles entspannte. Genau. Ein paar schwarze Oliven muss ich auch sagen. In vielen Supermärkten sind die Olivenpreise, das sind nicht meine Freunde, die habe ich jetzt für 89 Cent ergriffen. Deswegen noch okay. Ich glaube, es kostet in Deutschland auch so um den Euro. Das war manchmal 2,50 für so eine abgepackte Oliven. Da dachte ich mir, wo lebt ihr? Gut. Außerdem muss ich sagen, ich bin Billig-Oliven gewohnt. Es gibt auch zum Beispiel türkische Oliven, das weiß ich. Und es gibt auch viele spanische Oliven. Die spanische gehen, glaube ich, auf jeden Fall diese türkischen Oliven, die schwarzen. Die mag ich zum Beispiel. Oh, und griechisch. Türken und Griechen, die haben solche gewissen Oliven, die kann ich auf den Tod nicht leiden. Und meine Billo-Oliven entkernt, die bin ich gewohnt. Damit bin ich freundlich und mein Salat freut sich. Ja. Und dann habe ich mir so gedacht, die Tage sind hier doch recht lang. Wir kommen häufig sehr, sehr spät nach Hause. Lässt mal den schlechten Italiener raushängen und kaufst dir eine Fertigsoße. Wir haben mal geguckt, also laut meiner Übersetzungsqualität soll hier wirklich auch kein Weizen drin sein. Ich bin gespannt. Probieren wir das einfach mal aus. Jetzt schaue ich mal mein wundervolles Täschli. Na, da ist nur noch ein Puffi-Wasser, das hatten wir bestimmt vorgekauft. Das hatten wir damals schon gekauft, diese Wasserflaschen, ich glaube in... Napoli waren wir? Nee, waren wir in Napoli? Waren wir in Verona? Wo waren wir eigentlich? Naja, auf jeden Fall waren wir letztens in Italien und dann haben wir die auch gekauft. Und es sieht einfach aus wie Waschmittel und die Kleine hat es gefällt. Also kaufen sie hier auch. Die sind doch gar nicht mehr teuer. Ja, und ich würde sagen, auf geht's an die Kocherei. Ich dachte, ich hätte noch mehr Fleisch gekauft, aber habe ich anscheinend nicht. Gut, ist wie es ist, kann man nicht ändern. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal was zu fooden und was zu trinken und ich glaube, ich gebe gleich mal mein Video, ne? Auf dem Wochenende jetzt. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, ihr Lieben. Macht euch keine Sorgen. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ich bin jetzt hier völlig Brede geworden. Ganz so schlimm ist es noch nicht. Und bis zum nächsten Mal.